Ja, ich bin das erste Mal beim Winterferienmusiklabor dabei und ich finde es wirklich ganz, ganz schön. Wir machen sehr viele Choreografien und wir tanzen sehr viel, aber wir bewegen uns auch sehr viel. Also eigentlich machen wir Bewegung und Tanz. Und mir macht das wirklich richtig Spaß. Es geht um Tiere, die in der Natur leben und ein Mensch fröhlich an den Tieren ist und dann ab und zu noch ein Mensch kommt, der leider die Tiere tötet oder schlecht behandelt. Und das wollen wir eben eindeutig machen. Ich zum Beispiel, das Cajon ist ein Geopard. Ich spiele so mit der Gitarre eine Schildkröte. Langsam. Mit welcher Hand nimmst du es hoch? Okay, nochmal runter. Wir stellen die Pferde jetzt hin, dann machen wir ein Foto, dann bewegen wir sie ein ganz kleines Stück und machen wieder ein Foto. Und dann hat man ganz viele Fotos am Ende. Wir wollten einen Film über Tiere halt machen und wir hatten zu Hause Schleichtiere und dann dachten wir, wir machen einen mit dem Pferden. Wie viele Fotos muss man denn da machen? So 2, 3, 4 oder? 260. Also 260. Liebes Publikum, ein ganz herzliches Willkommen hier in der Tischlerei der Deutschen Oper Berlin zur Präsentation des Winterferienmusikabors 2020. Oh, ein Piranha! Ah, mein Bein! Wo helfen wir ihm? Hier, dein Eisbein! Willkommen zu Breaking News um 19.50 Uhr. Wir schalten zu unserem Außenreporter Dylan. Auf mysteriöse Art und Weise ist ein Baseball ins All geflogen und hat eine NASA-Raumfähre getroffen. Hallo, ich bin von dem Planeten Erde. Lodko, Mulke, Kreskwe, Somestaxos. Hä?